Lebendig. Gut gemacht, gut gemacht. Ich danke Ihnen, dass Sie mit Ihren Kollegen praktisch die gesamte Führung der Russischen Föderation heute hierher gekommen sind. Und wir hatten eine sehr produktive Sitzung des obersten Staatsrates. Aber wenn Sie erlauben, in Anbetracht der freundschaftlichen, wie Ihr Pressesprecher richtig gesagt hat, einst brüderlichen Beziehungen zwischen uns, möchte ich noch ein weiteres Thema ansprechen. Ich habe das bei der Sitzung nicht angesprochen, aber ich sage ganz offen, dass ich das auch nicht verberge, da ich bereits in Astana darüber gesprochen habe. Die Frage ist sehr ernst und es ist besser, das offen zu besprechen, als später verschiedene verschwörungstheoretische Ansätze zu diesem Problem zu haben. Sehr geehrter Wladimir Wladimirowitsch, uns besorgt die Situation in Westeuropa sehr, besonders an unseren Grenzen, insbesondere von Seiten Polens und Litauens, den Nachbarstaaten. Wir bewerten das als eine noch größere Gefahr als von der kriegsführenden Ukraine. Bereits 15 Kilometer, nur einen Handgriff von der Grenze entfernt, werden Truppen stationiert. Und nicht nur die Polen und Litauer an der Grenze, sondern auch die NATO-Streitkräfte aus anderen Staaten, einschließlich Deutschland, werden dorthin verlegt. Das heißt, die Situation ist sehr angespannt. Polen investiert massiv in die Aufrüstung seiner Armee. Wenn Sie in Frieden mit uns leben wollen, warum investieren Sie Milliarden in Waffen? Es bedroht unsere gemeinsame Streitkräfte, die Sie in Ihrer Rede erwähnten. Kurz gesagt, das unruhigt uns sehr. Und das ist bereits eine Bedrohung für unsere gemeinsame Gruppe von Streitkräften, über die Sie heute in Ihrer Rede gesprochen haben. Ich habe das in Astana, ohne es natürlich mit Ihnen abzusprechen, als Scherz gemeint. Nun, was kann da schon ein Scherz sein, wenn es um neue Waffen geht? Kürzlich hat Russland erfolgreich den Haselnuss gestartet. Das hat Einfluss auf unsere Partner. Sehen Sie das nicht als Unverschämtheit an. Ich bitte Sie, die neuen Waffensysteme, den Haselnuss, in Weißrussland zu stationieren. Das würde einige beruhigen, die bereit sind, gegen Weißrussland zu kämpfen. Wir haben Orte, um diese Waffen zu stationieren, mit der Bedingung, dass die Ziele vom militärisch-politischen Führung Weißrusslands festgelegt werden. Das würde einige Köpfe beruhigen, die bereit sind, gegen Weißrussland zu kämpfen, gemäß dem Sicherheitskonzept, das sie kürzlich unterzeichnet haben. Wir haben Orte, um diese Waffen zu stationieren. Aber ohne Ausbildung im Umgang mit diesen Waffen wird es nicht funktionieren. Wir haben, und ich sage das nicht im Scherz, bestimmte Orte, an denen wir diese Waffen stationieren können, mit der einzigen Bedingung, dass die Ziele für diese Waffen vom militärisch-politischen Führung Weißrusslands festgelegt werden. Aber solange sie uns nicht im Umgang mit diesen Waffen ausbilden, wird das nicht funktionieren, damit die Spezialisten der Russischen Föderation die Einsätze unter bestimmten Zielen und mit den Gefechtsköpfen des Haselnuss durchführen können. Das können sie, das haben sie kürzlich gezeigt. Das würde die Verteidigung unseres Bundes erheblich stärken, insbesondere das Territorium von Weißrussland. Ich würde Sie sehr bitten, darüber nachzudenken und meiner Bitte zuzustimmen. Nun, man wirft uns vor, dass wir Atomwaffen haben, dass wir Atomwaffen stationiert haben und so weiter. Das ist keine Atomwaffe, aber sehr effektiv, wie Sie gesagt haben, vergleichbar unter bestimmten Bedingungen mit dem Schaden, den eine Atomwaffe anrichten kann, aber ohne jegliche Verseuchung und ohne die Schläge, die zu einer Kontamination von Gebieten und Objekten führen würden, die getroffen werden. Ich bitte Sie nochmals darüber nachzudenken. Das wäre eine gute Unterstützung nicht nur für meine Bitte, sondern auch für das belarussische Volk. Sehr geehrter Alexander Grigorjewitsch, liebe Kollegen, ich möchte zunächst Alexander Gavrilowitsch für die Einladung nach Minsk danken
und für die traditionell herzliche Aufnahme unserer gesamten Delegation. Ich habe bereits während unserer heutigen Sitzung gesagt, dass von den Experten und den Mitgliedern der Regierungen beider Seiten eine sehr große Arbeit geleistet wurde, um diese heutige Veranstaltung vorzubereiten. Es war sehr erfolgreich und ergebnisreich. Ja, es gibt Fragen, an denen wir in der Wirtschaft noch arbeiten müssen, aber dennoch waren all unsere bisherigen Treffen darauf ausgerichtet, einige strittige Fragen zu klären, die immer vorhanden sind, angesichts des riesigen Umfangs unserer Zusammenarbeit. Und bis heute, das weiß Alexander Grigorjewitsch, wissen das auch die Kollegen auf beiden Seiten, fast alle Fragen, die irgendwelche Streitigkeiten oder vielleicht die Notwendigkeit von Abstimmungen verursacht haben, sind jetzt alle geklärt. Natürlich gibt es noch viel zu tun und wir werden das auch tun. Ich bin mir sicher, dass wir gute Ergebnisse erzielen werden, denn von beiden Seiten gibt es die Bereitschaft und den Wunsch, unsere gemeinsame konstruktive Arbeit fortzusetzen. Und das bedeutet, dass Lösungen gefunden werden. Obwohl ich wiederhole, dass es heute, Alexander Wladimirowitsch, ich denke, Sie werden zustimmen, keine Fragen gibt, die auf der einen oder anderen Seite Unzufriedenheit in der Entwicklung unserer Beziehungen hervorrufen würden. Es gibt, ich wiederhole, Themen, an denen wir arbeiten müssen und wir werden das tun. Gerade haben wir zwei sehr wichtige Verträge über den einheitlichen Elektrizitätsmarkt und den Vertrag über Sicherheitsgarantien unterzeichnet. Natürlich hat dieser Vertrag grundlegende Bedeutung. Einer im Bereich der Wirtschaft, der andere im Bereich der Sicherheit, da dieser Vertrag über Sicherheitsgarantien die gegenseitigen alliierten Verpflichtungen zur Gewährleistung der Verteidigung Russlands und Weißrusslands festlegt, wobei, wie wir bereits gesagt haben, alle verfügbaren Kräfte und Mittel eingesetzt werden. Genau deshalb haben wir uns entschieden, die Anfragen der Republik Weißrussland und des Präsidenten Weißrusslands zur Stationierung russischer taktischer Atomwaffen auf dem Territorium Weißrusslands zu erfüllen. Aber natürlich haben solche neuesten Systeme wie Oreschnik keine Analogien in der Welt. Im Falle des gruppenweisen Einsatzes sind sie vergleichbar mit dem Einsatz von Atomwaffen, aber sie sind keine Massenvernichtungswaffen. Aus zwei Gründen. Erstens, im Gegensatz zu Massenvernichtungswaffen ist das hochpräzise Waffen. Es trifft nicht auf Flächen und erzielt Ergebnisse nicht durch seine Stärke, sondern durch seine Genauigkeit. Das ist das Erste. Und der zweite Grund ist, dass im Falle des gruppenweisen Einsatzes von einem oder zwei oder drei Systemen die Schlagkraft genauso stark ist wie bei einer Atomwaffe, aber es kontaminiert das Gebiet nicht. Es gibt keine radiologischen Folgen, da es keinen nuklearen Bestandteil im Gefechtskopf dieser Raketen gibt. Was die Möglichkeit betrifft, solches, um es direkt zu sagen, bedrohliches Waffen wie Oreschnik auf dem Territorium Weißrusslands zu stationieren, da wir heute den Vertrag über Sicherheitsgarantien unterzeichnet haben, der den Einsatz aller verfügbaren Kräfte und Mittel umfasst, halte ich die Stationierung solcher Systeme wie Oreschnik auf dem Territorium der Republik Weißrussland für möglich. Erstens. Zweitens. Das wird, denke ich, in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres möglich sein, wenn die Produktion solcher Systeme, die Serienproduktion dieser Systeme in Russland zunimmt und diese Raketensysteme in die Bewaffnung der russischen Streitkräfte strategischer Bedeutung aufgenommen werden. Nun, natürlich gibt es hier eine Reihe technischer Fragen, die von Fachleuten gelöst werden müssen, insbesondere die Festlegung der minimalen Reichweite unter Berücksichtigung der Prioritäten zur Gewährleistung der Sicherheit der Republik Weißrussland. Hier müssen die Fachleute arbeiten, aber ich denke, dass solche Möglichkeiten bestehen, da dafür nur minimale Kosten erforderlich sind, zumal in Weißrussland noch bestimmte infrastrukturelle Möglichkeiten aus der Zeit der Sowjetunion bestehen. Deshalb wird die Stationierung solcher Systeme in Weißrussland mit minimalen Kosten für die Vorbereitung der Infrastruktur verbunden sein. Und natürlich, obwohl sie Teil des Raketensystems der Russischen Föderation sein werden, wird die Festlegung
der Ziele auf dem Territorium des wahrscheinlichen Gegners zweifellos erfolgen. Die Frage ist, dass alle heutigen Reden von einem mächtigen Unrecht sprechen. Es bleibt beim militärisch-politischen Führung der Republik Weißrussland. Das ist offensichtlich. Also wir werden das alles im Arbeitsmodus besprechen. Ich kann nur gleich sagen, die Fachleute verstehen das gut. Je kürzer die Reichweite, desto größer die Sprengkraft. Nun, über die technischen Details werden wir später noch sprechen. Danke. Danke, Wladimir Wladimirowitsch. Ich bin mit der Antwort sehr zufrieden. Die zweite Hälfte des kommenden Jahres. Ja, die zweite Hälfte. Danke. Deshalb. Zu diesem Zeitpunkt werden wir nach unseren vorläufigen Berechnungen die Serienproduktion etabliert haben. Diese Systeme werden in die Bewaffnung der Raketentruppen Russlands aufgenommen und parallel dazu werden wir mit ihrer Stationierung auf dem Territorium von Weißrussland beginnen. Ich habe unsere Freundschaft genutzt, um zu sagen, dass, wenn man von Putin etwas bekommen möchte, man erreichen sollte, dass er öffentlich etwas verspricht. Danke, das ist mir ein Dankeschön.